Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Evoland 2. Wir haben ja jetzt ein Haus und suchen jetzt einen Schlüssel, um in die Bibliothek zu kommen. Aber wir haben einen Vorschlag gefunden, der seinen Schlüssel natürlich nicht wiederfindet. Das heißt, wir haben jetzt auch schon gefunden, wer den hat. Die Bimi. Aber die ist weg. In den sogenannten Hauptquartier. Wo auch immer das sein soll. Das dürfen wir jetzt finden, suchen, wie auch immer. Also hier in der Kanalisation nicht, hätte ich jetzt das erste gedacht. Irgendwo stand auch ein Haus leer. Komplett leer, oder? Hätte ich jetzt erstmal vermutet, dass das da ist. Oh. Bin ich ein bisschen gegen das Mikro gekommen? Oder warte mal, wir fragen mal ihn. Vielleicht sagt er was Neues. Ich kann meinen Bibliothekschlüssel einfach nicht finden. Und dabei bin ich mir sicher, dass ich ihn hier gelassen habe. Ich muss ihn unbedingt bla 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 bla. Nehme ich es noch nicht zurück. Gasthaus. Irgendwas mit Gasthaus habe ich gerade überflogen. Dann gucken wir mal da. Vielleicht sagt. Aha. Da wo Herr Schlamassel war, vielleicht haben die sich die kleinen Kinder da jetzt ein. Ja, ich sehe sie schon. Ich habe sie schon neben gesehen. Nee. Da sind sie. Das gute Hauptquartier. Hey, na? Bimi, da ist. Nein, das ist nichts. Ist leer. Natürlich. Ribbon? Achtung, Mädels. Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Saku, hä? Wie seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Operation Dexaminator? Ich bin auf der Durchreise, ich will euch helfen. Ich suche nach dem Schlüssel. Dem Schlüssel? Welchem Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten? Oder so etwas in der Art? Hä? Oh. Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. Mann, was gibt's Besseres? Bla bla bla. Ich will euch helfen. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Ich will uns helfen? Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Bücher stehlen? Echt? Seid ihr irre? Arbeitet ihr für den Geheimdienst des Propheten oder was? Glaubt ihr wirklich, wir würden so etwas zugeben? Vergesst das. Ihr seid zu grün hinter den Ohren, um uns zu schnappen. Nein. Ach nein, ich habe ja jetzt erzählen die wieder ewig und. Ja. Spielzeug besorgen. Spielzeug? Wofür? Wir brauchen kein stinkendes Spielzeug. Wir sind doch Mann. Ey, ich könnte wetten. Auf der Durchreise ist richtig. Das ist jetzt einfach nur so ein Troll. Ich brauche den Schlüssel. Sagt mal. Wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt so wissen. Was? Ich habe doch vorher schon gesagt, ich will den Schlüssel. Damit, nee, kenn ich nicht. Alter. Also mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach was weiß ich, sagen wir mal ein Buch. Würdet ihr es diesen rein hypothetisch zu. Alter, das ist doch stehlen. Fuck. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Und wie ihr immer nickt. Würdet ihr bei euren Leben schwören? Also ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch nichts um nichts Sorgen machen. Ich werde daraus nicht schlauer. Schlüssel zur Bibliothek. Er öffnet euch das Tor zum Wissen und womöglich zu so manchen Problemen. Klasse. Na gut.
Dann zu welches Buch sollen wir überhaupt holen? Das rein hypothetische Buch. Schlüssel zur Bibliothek. So. Der Dekan. Willkommen in der Bibliothek von Genua. Ihr seid also die neuen Studenten? Ja. Ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Wir Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wird zum Beispiel? Ach, wir beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder so ähnlichen Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens spreche ich auch über meine eigene Forschung, wenn die Zeit es zulässt. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der antiken Zivilisation der Magie, vor allem der Legenden der späten Antike, die sich mit ihren merkwürdigen Kräften befassen. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Es ist nur so, dass also, Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Ruhe! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nicht lernen. In diesem Fall verschwindet. Bitte vergebt, Student Minus, Herr Dekan. Es wäre uns ein Vergnügen, euer Unterricht beizuwohnen. Vor allem den Lektionen über die Makeliten. Stimmt's, Menos? Ja. Nun ja, da ihr so fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für 6 Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forscherkollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euch einen eigenen Lernplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alle zu erledigen. Aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch, wenn ihr alle 8 abschließt. Habt ihr alles verstanden? Hervorragend. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher. Ich hasse Unterbrechungen. Erinnert mich an meinen alten Professor. Ich habe immer gern gelernt. Es macht Spaß. Yay. Er scheint viel über die Magie zu wissen. Er kann uns sicher viel über die Magieliten erzählen. Lernen. Habe ich das nicht schon hinter mir? Seid ihr denn neuer Student? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, mit dem ich einfach nicht zu Rande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Ein paar Minuten? Das ist nett von euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in antiken chirulischen Zelda? Ruinen gefunden. Er hat kein Schloss, nur diese bizarren Tasten mit Symbolen. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könntet. N03, mysteriöses Relikt. Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Was? Der Goldknopf muss... Achso. Welcher Knopf als erstes gedrückt werden muss? Die Pfeile da dran. Sagen die mir... Muss ich jetzt mal gucken. Tja, der Inhalt wird es über ewig entziehen. Ja, boah, ey. Echt jetzt? Die Sache ist, ja...
Die Pfeile. Ja, die zwei zum Beispiel nach links. Das ist jetzt die Sache. Welcher Körper ist erst gut in den Mechanismus zu erträgen? Was sagen die Zahlen? Sagen die Zahlen, dass, das quasi, wenn ich jetzt den nehme, die 3, 3 nach oben, 1, 2, 3, dann 1 nach rechts, 2 nach unten, 2 nach rechts, 1 nach oben, 3, 1, 2, 2, 2, 3, weißt du, wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe keine Ahnung. Die Zahlen müssen irgendwas zu bedeuten haben. Und dann die Pfeile nach rechts, unten, links, wie auch immer. Die Frage ist, mit wem wir anfangen. So. Zwei nach oben. Der, 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 dann nach da, dann nach falsch. Zwei, machen wir den. Oder den. Dann kommen wir zu dem, von dem kommen wir zu dem. Ich komme von... So, fangen wir bei dem an. So, nach unten zwei. Nach links zwei, drei nach oben. Ein nach rechts, zwei nach unten, zwei nach rechts. Ein nach oben, da, da, da. Das ist er. Welcher war das jetzt? Der hier. Oder? Ich bin ja echt so Student. Ach, herzlichen Dank. War ja gar nicht so schwierig. Jetzt bekommt ihr eure Leistungspunkte in Archäologie. Geil. Okay, nächster. Ist auf jeden Fall mega geil gemacht. Muss ich wirklich sagen. Also voll cool. Ihr seid Student. Ihr werdet euch schon sehen. Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr einen Leistungswurf von mir. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Optische Option. Ende 9. Ein Strahl aus Quelle A muss sich in die Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken, während ihr alle 6 Kristalle. Ach, da. Ach so, Ah, okay. So, das heißt. Kann ich den auch wegnehmen? Den kann ich auch wegnehmen. Ich baue einfach mal. Guck mal, was rauskommt. Okay, das war's noch nicht. Das wird's auch nicht sein. Ich denn nicht auf den. Ja, komme ich auch nicht weiter. Nee. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Fuck. Ich glaube, geht so. Anders geht's nicht. Bringt mir erstmal nicht sonderlich viel. Ich glaube, der muss doch dahin. Weil sonst habe ich zu wenig Spiegel. Aber dann komme ich doch. Ah, nein, das... Ah, fuck. Nee, es geht nicht. Hier kann ich keinen stellen, nee. Alter. Okay. Also. Wenn wir den zuerst nehmen, dann zum Beispiel den. Den hier runter? Ja, der kommen wir da wieder nicht. Wow.
Fuck. Was passiert hier, wenn wir das machen? Ah. Das war jetzt war mehr Glück jetzt. Geil. Oh. Habt ihr es gelöst? Klar. Tja, ihr habt die Leistungspunkte für Optik verdient. Geil. Hallo, meine Freunde. Scheiße. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Malerei zu erklären. Ihr möchtet lernen? Jo. Ich danke euch, meine Freunde. Klassische Malerei. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zwei immer in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit dem Punkt markiert Farben. Und die können nicht verschoben werden. Alles klar. Jede Zeile und Spalte darf keine. Also ist die schon mal kacke. Die auch. Dann ist hier und hier. So. Das muss eine andere sein. Dann ist die anders. Scheiße, das ist eine blaue. Dann muss das grün sein. So, hier ist... Oh, warte mal, wir haben ja noch eine Farbe. Okay, das geht nicht. Das heißt, wir packen mal die gelbe dahin. Das geht auch nicht. Das heißt, wir packen... fuck. Nein, ich habe mich verklickt. Nee, Alter. Nee. Ist richtig, oder? Guck nochmal. Gelb. Ach nee, ist zweimal gelb. Okay, wo könnten wir... Das Grün... So? So, oben passt. Das passt. Das... Zweimal blau. Da ist blau, da ist blau. Hier ist kein blau. Das geht nicht. Mann. So. Jetzt. Gelb, rot, grün, rot, blau. Das passt und das passt, das passt. So, hier passt es, da, das ist einfach blau. Oh Mann. Okay, manchmal sieht man das echt einfach nicht. Bravissimo. Ihr verdient euch die Leistungspunkte für klassische Malerei. Geil. Hallo, ich bin der Kryptograf für den Händlerrat. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Kodierungssystems zum Sichern von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Rein theoretisch ist es schon sinnlos, weil sie sagt, es kann nicht geknackt werden. Wenn es euch gelingt, mein System zu nehmen, bekommt ihr einen Leistungspunkt für Kryptographie. Fuck. Code. Welches der vier Symbole vervollständigt die Serie unten? Ich könnte jetzt einfach wahllos durchtippen. Aber das wäre dumm. Das ist ohne Sinn und Zweck der Sache. Aber es ist das. Mist. Mann. Aber warum nicht? So. Ich hatte jetzt nämlich gedacht,
Problem ist, ich kann euch das schlecht zeigen. Und zwar links geht's ja mit einem Viereck los. Dann kommt ein Viereck dazu. Dann links oben kommt der Punkt und daraus wird dann ein Viereck. Dann verschwindet das Viereck und es kommen zwei Punkte. Dann hätte ich das eigentlich das. So, weiß nicht, ich kann schlecht erklären, warum jetzt das. Warum das? Das würde für mich gar keinen Sinn machen. Das genauso wenig. Das hätte für mich eigentlich nur das Sinn gemacht. Ja, wohl eigentlich nicht. Doch. War das oder das oder das? Alter, ich kann sowas nicht. Ich nehme das. Ach, ich sehe schon kommen, dass ich jetzt alle vier ausprobiere. Ich verstehe so eine Scheißsache nicht. Ich bin dafür einfach zu blöd. Tja, warum? Es wäre mal cool, falls irgendwer das versteht und mir das erklären kann. Weil ich habe keine Ahnung. Es geht halt nicht in meinen Kopf rein. Krillin oder so. Das sieht auf jeden Fall so aus. Sag was an. Die Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich. Doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Anarchivars. Ein kleiner Scherz, der sich auf das kaiserliche Zepter zurückzuführen lässt. Ha! Habe ich nicht verstanden. Jedenfalls bin ich mit einem ordnungsbezogenen Problem konfrontiert, bei dem ich mir keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit 3 Nächten nicht mehr geschlafen. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Ja. Also gut, packen wir es an. Kategorisch besessen. Eins der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Alter, was? Und ich kann jedes Buch auswählen. Alter. Was? Zur Hölle? Was? Hä? Oh Mann, Alter. Können wir nicht lieber gegen irgendwelche Endgegner kämpfen? Das kann ich besser. Ach du Scheiße. Ich sehe aber auch kein Buch, was irgendwie anders ist. Doch. Und zwar, ich weiß auch, welches Buch jetzt mit da ist. Unter diesem dicken Block. Ne? Hier so. Da, der hat einen ganz, ganz dicken. Sind 3 Striche bei der Spalte. Hier sind immer 2. Und hier sind immer 1. Außer bei dem. Alter. Ne? Ich sollte studieren. Das Etikett auf diesem Buch hat 2 horizontale Streifen nach oben und 1 nach unten. Ja, ich weiß. Es wird auf dem 2. Regal stehen. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Danke für eure Hilfe. Jo, der nächste Punkt. Oh. Liebes bisschen. Dieses Buch haben wir in einer dreifachen Ausführung. Hier, nehmt es. Alles klar. 50 Trinkspieler. Jawohl. So. Können wir das lesen? Das ist jetzt... Mann. Kacke. Okay. Wir haben 5 von 6. Wir wollen aber alle 8 machen. Und die restlichen machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.